Hallo, ich grüße euch zur Live-Sendung 9.05.2016. Ich hatte vorhin gerade einen Anruf von jemand, der ja dem eine Hausräumung ins Haus steht. Und da habe ich eine gute Stunde zu tun gehabt, also um, sagen wir mal, erstmal zu erfahren, worum es geht. War natürlich wieder alles zu spät. Und ich bitte euch, wenn ihr sowas habt, bitte wartet nicht bis zum letzten Tag, weil dann kann man kaum noch was unternehmen. Versucht das immer so früh wie möglich mir auch mitzuteilen und dann kann ich das eine oder andere machen. Wie gesagt, ich habe eine sehr schlimme Erkältung. Ich habe mir heute von meinem Bioladen was mitgeben lassen. Ich halte es mal hoch. Ja. Ich muss sagen, ich habe die heute früh eingenommen. Ist schon wesentlich besser. Heute früh hätte ich gar nichts rausgekriegt. Wenn ich das noch 2 Tage nehme, denke ich mal, bin ich wieder fit. Ich war letzte Woche in Linz. Ich bin am Donnerstag hingefahren, hatte 2-3 Stunden Aufenthalt in Prag. Habe mir das Mohammed-Museum angesehen. Das ist eine Sache, die ihr unbedingt mal machen solltet. Euch einen bedeutenden Jugendstil-Künstler angucken. Die Ausstellung ist zwar nicht sehr groß, aber es läuft dort ein Video. Kann man alles sehr gut gucken. Der Künstler ist dann irgendwie kurz vor Kriegsende umgekommen. Durch Verhaftung, ja, aber halt ein bisschen homosexuell. Und das haben die einmarschierenden Soldaten nicht ganz verstanden. Und die haben den dann irgendwie verschleppt und durch die Haft oder was auch immer, die Bedingungen hat er wohl so dann ums Leben gekommen. Da hat man schon so seine Fragezeichen, ob das alles so sein musste. Weil nach ihm und vor ihm gab es keinen bedeutenden Künstler, der Jugendstilmalerei so gut beherrscht hat. Das hat mir schon zu denken gegeben. Also es gibt zwar viele, die, sagen wir mal, mit den Hacken zusammen symbolisieren, aber das sind so Dinge, wo ich sagen muss, muss dann eigentlich schon sein. Ich habe keine Ahnung, wie viele jetzt Zuschauer sind. Ist es auch eigentlich nicht wichtig. Ich möchte heute erstmal ein paar grundlegende Dinge zur Vernetzung sagen. Wir hatten letzte Woche eine erhebliche Diskrepanz mit einigen Werken, die versucht haben, sag mal, das, was wir hier machen und das Verständnis, was wir haben, zu den Abläufen, zur Wende, in Abrede zu stellen. Und habe mich auch persönlich angegriffen. Und allen voran die, die Gemeinde Neuhaus und die Kalten Gründung, die sind da sehr pissig, wenn ich dann denen nachweise, dass sie alle im Handelsrecht gelandet sind. Aber wie man so sieht, aus der einen Story von ungefähr vor einer Stunde, wird einem hier wilde Sau gespielt und weder Recht und Gesetz eingehalten. Es werden Rechtspfleger dazu missbraucht, um irgendwelche Hausräumungen und Pfändungen durchzudrücken, obwohl sie das nicht dürfen. Und der eigentliche Richter sich dezent im Hintergrund hält und sich ins Fäusten lacht, weil wir können uns nicht erwehren. Und wenn wir uns immer nur mit Randproblemen beschäftigen und sozusagen dann immer letzter Sekunde immer nur die Pflaster draufkleben auf unsere Befindlichkeiten, dann ist das alles nur Stückwerk. Weil jedes Mal, wenn so eine Sau durchs Dorf getrieben wird, lassen alle ihre Arbeiten stehen und sagen, oh, jetzt haben wir was Neues und wir probieren das erstmal. Bevor da irgendjemand mal drüber nachdenkt, ist denn das alles, was hier so läuft, richtig? Ist das Bild weg oder was ist denn hier los? Seht ihr noch was? Bei mir geht's raus, aber ich weiß nicht, in meinem Kontrollmonitor ist gerade das Bild weg. Guckt mal jemand nach? Ja, kollegial so, war so, alles klar. Ist nicht. Bild ist da, okay, alles klar. Dann ist wahrscheinlich schon nur der Raschner, der hier mal ein bisschen eine Auszeit braucht. Um es kurz zu machen. Bin also jetzt von Donnerstag eingeladen zum Blauen Himmel. Blauen Himmel befasst sich zum Beispiel mit Chemtrails. Ah ja. Und den Auswirkungen von HARP, Mobilfunkstrahlung, also tote Hühner in der Nähe von so einem Mobilfunkmast. Und hier geht es darum, den Leuten auch zu vermitteln, dass wir, solange wir über ein Randproblem rumdoktern, die der Verweser innerhalb einer Nacht klären könnte, der man einfach eine Verfügung erlässt, dass hier kein Chemtrail und kein HARP mehr stattfindet und die Mobilfunkstrahlung wie in anderen Ländern auf niedriger Grenzwerte runtergesetzt wird. Wir haben uns immer nur mit Details befassen können und dann ist die Frage,
ob es nicht effektiver ist, dass sich die Befindlichkeiten der Gruppen mal bündeln und sagen, los, lasst uns das jetzt mal angehen, lasst uns den Sender machen, lasst uns die Verweserwahl machen, lasst uns die Wahlkommission machen und dann lösen sich alle die Probleme, die ihr habt mit Hausfremdung und Unrecht und Owix und der ganze Sermon durch Rückabwicklung auf, indem eben die, die sich Amtsanmaßung zu Schulden kommen lassen haben, eben dann abgemahnt werden und eine Rückabwicklung betrieben wird. Und das ist, denke ich, effektiver. Und ich bitte euch da einfach, dass ihr da euch vernetzt und auch mal die Reichskanzlereien mal Kontakt aufnehmt und denen sagt, was bringt's denn uns, wenn wir einen Reichskanzler haben, der nicht wirken kann? Ne? Wir haben 26 Bundesstaaten. Wir können 26 Reichskanzler gebrauchen, wenn sie dann sich wirklich mal um die Handlungsfähigkeit bemühen würden. Und der Einstieg in der Handlungsfähigkeit ist eben, den Verweser zu haben für jeden Bundesstaat, weil der kann durch Verfügung die Handlungsfähigkeit einfach, ja, erlassen. Und die Bundesrepublik muss in dem Fall dann die Füße stillhalten. Aber solange wie das nicht ist, werden sie ein wildes Haus spielen und werden mit uns machen, was sie wollen. Das ist nun mal so. So. Und dann, wie gesagt, der Verweser macht die Einbürgerung. Niemand anders darf das. Auch die Bundesrepublik kann niemand einbürgern. Dieser grüne Einbürgerungsschein, dann könnt ihr euch auch vom Bummi oder vom Aldi ausstellen lassen. Da ist nichts wert, weil der Adler der Weimarer Republik drauf ist. Das ist alle die in der Hoffnung der Einbürgerung diesen grünen Schein gemacht haben. Der wird dann später nur noch ein müdes Lächeln hervorrufen. Aber eine Einbürgerung kann nun mal eine Firma nicht machen. Das muss der Staat machen. Und der Staat wird durch den Verweser vertreten. So. Ich denke mal, wir haben erstmal so das Grobe. Was ich noch machen wollte, wäre nochmal der grobe Ablauf nochmal kurz darstellen. So, also die erste Sache ist, zu gucken, welche Siegelgebiete gibt es in unserem Einzugsgebiet. Also das Einzugsgebiet ist der Bundesstaat. Gucken, welche Siegel haben Vorrang vor dem Bundessiegel. Die müsst ihr rausfinden. Wenn das nicht geht, wird eben nur das Bundessiegel gewählt und die Wahl für das Siegelgebiet nach der Verweserwahl gemacht. Das kann man immer noch machen. Der Verweser hat so lange, wie es keinen regionalen Verweser gibt, in seinem Bundesstaat erstmal das Sagen. Aber durch Subsidiaritätsprinzip hat natürlich das lokale Siegel Vorrang. Das ist, wenn der Bürgermeister sagt, ich möchte gerne das Siegelgebiet aktivieren, muss er eine lokale Verweserwahl machen. Referendum für die Siegelrechte. Man kann dann sein Gebiet sozusagen selbst verwalten. Und dann hat der Verweser des Bundesstaates nur noch den Rest über. So läuft's also. So, nachdem also die Wahlkommission, die muss zwingend mit Referendum gegründet werden, weil das Referendum ermöglicht, erst in die Siegelrechte zu kommen. Und ohne Siegelrechte kann man weder Bescheide ausstellen, noch Ausweise, noch Wahlberechtigung. Also das, was die Bundesrepublik gemacht hat, sind alle gültigen Wahlunterlagen. So, dazu gehören auch Vorlaubnisse, ähnliche amtliche Bezeichnungen, amtliche Bescheinigungen dazu. Die darf die Wahlkommission dann ausstellen, und zwar die Rechtstellung dafür. Ne, weil die Wahlkommission kann auch niemand einbürgern. Das muss also alles erst der zukünftige Verweser machen. Aber um die Wahl abzusichern, darf die Wahlkommission die Rechtstellung nach Rustag machen. Und das hat Vorrang vor der Vermutung, dass irgendjemand ein Nazi ist nach dem 5.2.1934. So, das heißt, wer irgendwelche Stress hat mit Gerichten und Ämtern und Scheinämtern und Irrweg und Hausfremdung und was auch immer, ist also gut beraten, wenn er sich da erstmal stark macht, dass seine Rechtsstellung als Rustag-Staatsangehöriger gemacht wird, weil das hat Vorrang vor irgendeiner Vermutung, die die Bundesrepublik anstellt. Und dazu braucht man 11 Leute, die sich darüber einig sind, dass sie mehrere Wochenenden dazu brauchen werden, um die Unterlagen in ihrem Wahlkreis alle zu kontrollieren. Und es ist eine Bringerpflicht eines jeden Einzelnen, die dafür notwendigen Unterlagen wie Geburtsurkunden, Auszugen aus Geburtenregister, Heiratsurkunden der Eltern und so weiter, also die ganze Nachweissache bis vor 1913 anzuliefern. Das heißt, jeder ist aufgefordert, das zuständige Standesamt bzw. auch der Ort des Geburts, da gibt es ja dort auch ein Geburtsregister am Ort, abzufragen und sich das schon einmal zu holen. Wenn man es selber hat, erleichtert man der Wahlkommission natürlich ziemlich die Arbeit. Die Wahlkommission wird dann das bestätigen oder ablehnen. Im Falle der Bestätigung wird sie in allen anderen Bundesländern ein Sperrvermerk machen.
dass man nur an einem Wahlort wählen kann. In allen anderen ist man dann so lange gesperrt, bis man sich umgemeldet hat. Zunächst erstmal wird von der Geburt abgeleitet. Das heißt, in dem Bundesstaat, wo die Geburt erfolgt ist, muss die Wahlkommission die Herleitung machen. Und dann wird die Überweisung an die Wahlkommission des Wohnorts gemacht, damit beide voneinander erfahren. Und dann werden die Sperrvermerke gewechselt, sodass man dann an seinem Wahlort wahlberechtigt ist und auch die Rechtsstellung dafür kriegt. So, also 4 Wochen nach der Aufstellung der Wahlkommission kann frühestens die erste Wahl sein, weil die Leute Zeit haben müssen, Wahlaufstellung sein, weil die Leute Zeit haben müssen, ihre Unterlagen beizubringen und die geprüft zu haben. Und 4 Wochen ist eine Zeit, die man bei ungefähr 1000 Wahlberechtigten pro Wahlkreis aufbringen muss. Und da müsst ihr überlegen, 1000 Wahlberechtigte, 10 bis 11 Leute der Wahlkommission, ist also mit einer Wahlkommission in einem größeren Ort nicht getan. Da müssen also sehr viele mitarbeiten. Und da brauchen wir jeden, der gewillt ist, dass die Handlungsfähigkeit des Kaiserreichs wiederhergestellt wird. Und dann können wir auch alle Selbstverwalter mitnehmen, wir können auch alle Reichskanzlerfans mitnehmen. Es müssen sich nur alle einig werden. Und sobald das passiert ist, können die Wahlen passieren. Also Siegelgebiete können im Prinzip jetzt schon anfangen, Wahlkommissionen aufstellen, Unterlagen prüfen. Aber wie gesagt, von der Wahlkommission bis zur Aufstellung der Kandidaten müssen 4 Wochen vergehen. Und dann 4 Wochen von der Aufstellung der Kandidaten bis der Wahltermin des ersten Wahldurchgangs ist. Wenn der erste Wahldurchgang durch ist, wird geguckt, welche zwei sind die zwei Erstplatzierten. Und dann kann, wenn einer die absolute Mehrheit nicht erreicht hat, den restlichen zweien eine Stichwahl stattfinden. Und dann ist der Notstandsleiter erstmal, also der lokale Verweser erstmal gewählt. Nach einer Woche nach der Wahlanfechtung, wenn die fruchtlos war, kann er dann seine Amtsgeschäfte machen. Solange bleibt er kommissarisch im Amt. So sind also die Spielregeln. Nicht zugelassen sind Parteien, nicht zugelassen sind ja, Leute, die sagen wir mal, von der BRD eingebürgert worden sind, ohne dass sie die Herleitung nach Rostock haben. Und wahlberechtigt werden zusätzlich die am Stichtag 17., 18., 7.1990 in der BRD oder DDR gemeldet waren. Weil das der Zeitpunkt des Verfassungsnotstandes ist. So, für die Schutzgebiete gilt das Ähnliches. Auch am Tag des Verfassungsnotstandes, 17., 18., 7.1990 müsste geguckt werden, wer war dort in dem Schutzgebiet gemeldet. Alle anderen fallen erstmal raus. So, nach der Verweserwahl hat also der Verweser die Rechte wie ihr Sheriff in den USA. Das heißt, es ist ein Mythos, dass der FBI oder Bundespolizei oder was auch immer irgendwas zu melden hatte. Er hat erstmal die absolute Sagen und auch die Volkspolizei und Bundespolizei, was es alles noch gibt, muss sich seiner Befehlsgewalt unterordnen. Das ist auch nach HLKO so, weil zunächst tritt das Landesrecht ein, solange wie kein Ausnahmezustand ist. Ich hatte letzte Woche mehrmals immer wieder die Diskussion, ja, wir müssten jetzt mal gewaltsam und Bürgerkrieg und damit das sich irgendwas bewegt. Ihr müsst überlegen, dass es mehrere Notstandsrechte gibt. Es gibt das Notstandsrecht von 1913 vom Kaiser und es gibt das Notstandsrecht, was die Frau Merkel in der Schublade hat. Und ich glaube nicht, dass euch das gefällt, wenn sie davon Gebrauch macht. Weil da kann er nämlich ganz schnell ausgeschafft werden, weil Deutsch ist nun mal keine Staatsangehörigkeit, kein Bundesstaat. Und die miese Nummer will sie dann machen. Man könnte dann alle sich mit dem IS und den angeblichen Bereicherungen, die nämlich inzwischen schon einen blauen Pass haben, auseinandersetzen. Und deswegen empfehle ich euch, lasst uns erstmal eins sein, denn wie der alte Bismarck schon sagte, wenn die Deutschen sich einig sind, schlagen sie den Teufel aus der Hölle. Und das müsst ihr euch immer wieder sagen. Die Einigkeit und die Klarheit in dem, was zu tun ist, ist momentan das absolut Wichtige. So, okay. Jetzt würde ich erstmal, hier ist die Frage, Technik kränkelt mit, naja, kann es nicht ändern. So, bezahlen. Also, bezahlen, man muss ungefähr rechnen mit 10 Euro Kosten, um die Rechtsstellung nach Rostock zu kriegen. Weil ihr müsst bedenken, dass die Wahlkommission erheblichen Aufwand hat, um die ganzen Flyer zu drucken, jeden Haushalt zuzustellen. Ich denke, 10 Euro, die ihr später nach der Wahl vom Verweser wiederkriegt, ist ein angemessener Preis.
Es lässt sich leider nicht anders machen, da uns ja die Bundesrepublik 25 Jahre lang ungültige Ausweise und Reisepässe ausgestellt hat, ist es mehr als gerechtfertigt, wenn jeder 10 Euro beiträgt, um der Wahlkommission die Kosten zu erstatten, die für die Ausstattung seiner Wahl notwendig sind. Ihr müsst überlegen, dass das Aushängen öffentlicher Plakate Geld erfordert, dass man Genehmigung braucht und dass die Bundesrepublik nicht gerade großzügig ist, um Genehmigung abzusegnen, obwohl sie dazu verpflichtet ist. Die Rechtsgrundlage für die Verweserwahl ist übrigens die Genfer Konvention. Da gibt's also einmal das Recht, die Staatsangehörigkeit zwingend festzustellen und die Menschenrechtskonvention, die der Bundestag auch abgesegnet hat, die auch schon ratifiziert ist und wo drinnen stehen, dass wir uns einen gesetzlichen Gesetzgeber wählen können. Und der gesetzliche Gesetzgeber ist gerade nicht der Bundestag und nicht der Bundesrat, sondern der ist momentan nicht vorhanden, weil wir keinen Verweser haben. Dieser wäre der gesetzliche Gesetzgeber. Er kann Gesetze ausfertigen und er kann Gesetze ändern oder aufheben. So, Fakt ist eins, dass wir uns bewegen müssen und dass es nichts bringt, wenn wir uns immer sagen, wir schaffen das nicht. Alles, was wir brauchen, sind pro Wahlkreis 11 Leute, die sagen, wir machen das. Und in dem Bundesstaat muss es in zwei Instanzen Schiedsgerichte geben. Das heißt, ihr braucht nochmal pro Bundesstaat in der ersten Instanz 5, in der zweiten Instanz 5, die das Schiedsgericht machen. Ja, er sollte natürlich in der Hauptstadt des Bundesstaats sitzen, damit man an zentraler Stelle anfahren kann. Weil ihr müsst ja, wie gesagt, dann euch dort auseinandersetzen, wenn irgendwas mit euren Unterlagen nicht stimmt. Und die zweite Instanz würde dann abschließend bescheiden, weil die Bundesrepublik für diese Sachen dann nicht mehr zuständig ist. Da müsst ihr dann euch nach der Wahl beschweren. Das ist im Prinzip das, was ich nochmal zum Ablauf sagen möchte. Ich werde in den nächsten Tagen dann PowerPoint-Folien zur Verfügung stellen, was der Reihe nach an Vorbereitungsarbeit für die Gründung der Wahlkommission erforderlich ist. Ich hoffe mal, dass ich da nicht so viel reden muss, aber kann ich ja dann alles zum Download auf kaiserrundfunk.com zur Verfügung stellen. Ich mache mal den Soundcheck aus, das stört hier irgendwie. So, gibt es erstmal Fragen? Ich würde jetzt die nächste Frage, die im Chat ist, ich würde warten, bis jemand anruft, das ist vielleicht besser. Telefon geht, habe ich gecheckt. Was soll das heißen, WR? Was ist mit WR gemeint? Ja, kompakt hat es gefragt. Also der gelbe Schein ist hinfällig, wenn du die A11 abgibst. Der gelbe Schein ist nur eine Vermutung. Im Weimarer Blick kann niemand einbürgern. Na, ja, ich weiß. So, also nochmal, Common Law ist Rothschild, brauchen wir gar nicht. Ich will nochmal was grundsätzlich zu dem Common Law sagen. Also, Rothschild und seine Family haben also über das UCC oder Common Law ein Recht wieder etablieren wollen, was die alte Schlacht im Jahre 7 im Teutoburger Wald besiegt hatte, 709. So, das heißt, das sogenannte Sklavenhalterrecht, was in England gilt, wo auch das Video über diesen Strohmann, kennt ihr vielleicht schon diesen Zeichentrickfilm. Also in England entstanden, weil das Sklavenhalterrecht in England gegolten hat. So, es gilt aber nur dort, in Israel, in den USA, sonst nirgends. Auch die anderen Länder haben alle eigene Regeln. Und innerhalb der germanischen Außengrenzen dieser Zeit gilt kein römisches Recht. Auch das sogenannte
ist das gleich kanonische Recht, gilt nicht. Es hat auch jetzt nochmal eine wissenschaftliche Arbeit dazu gegeben, die kommt Ende Mai raus, hat eine Professor-Doktorin genau recherchiert und die ist mit mir einer Meinung, kanonische Recht gilt nicht. Das heißt, wir haben also noch das germanische Stammesrecht, was durch die späteren Entwicklungen bis hin zum Kaiserreich vom 27.10.1918 überlagert wird. Bei uns gilt der Reststand 27.10.1918. Nicht davor und nicht danach. Ja gut, Naturrecht. Hat es den Amtmann interessiert? Ich glaube nicht. Ja, zunächst gilt erstmal, dass der Kaiser kein Mitglied im Völkerbund war, auch nicht der UN, oder überall nicht Mitglied. Ne? Er hat zwar an vielen Verordnungen mitgestrickt und hat auch an der HLKO mitgearbeitet, aber an den ganzen Gutmenschenvereinigungen hat er nichts mit zu tun. Um es nochmal zu sagen, die Wahlkommission kann nur die Rechtsstellung machen, die Einbürgerung muss dann neue Verweser machen. Zur Wahl reicht die Rechtsstellung. Telefon geht nicht, na gut, ich rufe mal an. Probieren wir mal. Probieren wir mal bitte. So, Freizeichen. Freizeichen ist da, es müsste funktionieren. Hallo, ich grüße dich, bis live auf kaiserrundfunk.com. Ja, hallo. Ja, schön, wir hören dich, bist du live drauf. Gut, ich habe mal eine Frage, und zwar habe ich die A11 auch abgegeben. Ja. An einem Freitag und bin an einem Dienstag mit einem Zeugen hin und habe den Personalausweis abgegeben. Hatte auch die, der hat auf der A11 stand der Unterschrift, einen Stempel und einen Datumstempel gekriegt. Und dann hat die bloß das letzte Blatt kopiert und hat mir alles wieder mitgegeben. Aber ich habe auf meinem Original jetzt die Unterschrift und dass ich es abgegeben habe. Was passiert da jetzt? Weil ich hätte ja müssen ein komplettes Exemplar da lassen, oder? Im Prinzip brauchen die den Schriftsatz, du musst einfach mit einem Einschreibbrief wieder hinschicken, fertig. Bittest um sofortige Bearbeitung. Ich kann es ein bisschen lauter reden. Ja, es geht leider nicht anders, meine Stimme ist leider am Ende. Du musst dann mal die Ohren spitzen. Ich rück mal das Mikrofon ein bisschen ran. Vielleicht geht's jetzt besser? Ja. Gut, alles klar. Also, pass auf. Der Trick, den das System momentan macht, ist, den Posteingang zu verhindern. Und das kannst du leider nicht anders machen, als dass du, wenn du die Unterlagen zurückkriegst, um sofortige Erledigung bittest. Und zwar haben die dafür 14 Tage Zeit. In allen anderen Fällen musst du dich mit mehreren zusammentun, Strafanzeige machen bzw. verwaltungsrechtlich dagegen vorgehen. Die sind verpflichtet, nach Genfer Konvention die Staatsangehörigkeit korrekt festzustellen. Und Deutsch ist nur eine Vermutung. Und das Gesetz vom 5.2.1934 ist ungültig. Ja, das habe ich denn auch schon geschrieben. Nee. Meine Entschuldigung. Eingesehen. Und dann ist es, da steht da bei Glaubhaftmachung, Staatsangehörigkeitsausweis oder sonstiger Nachweis. Ist der Staatsangehörigkeitsausweis der gelbe Schein gemeint? Nee, der Staatsangehörigkeitsausweis ist kein Nachweis, dass du die Bundesstaatenangehörigkeit hast. Und die deutsche Staatsangehörigkeit ist ungültig. Da ist es ungefähr so bedeutend, dass wenn unter Glaubhaftmachung Staatsangehörigkeitsausweis. Ja, aber denk doch mal nach. Der gelbe Schein gemeint ist, weil das hat, ich ja also noch mal. Wenn auf dem gelben Stein stehen würde, du hast die Staatsangehörigkeit von Rumpelstilzchen Land, würde das was wert sein oder ne? Was ist denn die Weimarer Republik? Ein Rumpelstilzchen Land. Kein wirkliches Land, sondern eine Firma. Und deren Staatsangehörigkeit kannst du einfach nicht haben. Es geht nicht. Und das ist aber eine miese Nummer, dass sie ziehen. Irgendwie einen Antrag für den Datenschutzbeauftragten. Ja, das ist alles nur Betrug. Das kann man den runterladen, oder? Naja, pass mal auf. Also in jedem Staatsgebiet kann es nur einen Staat geben. Und wenn dieser Handlungsunfähigkeit, also mangels Verweser, ist das Kaiserreich nicht handlungsfähig. Das ist unser Staat bis heute.
Die Bundesrepublik hat sich selber als Verwaltung dieses Staates eingesetzt, ist aber keine Verwaltung, weil aus dem Feinstaat kann nie eine Verwaltung kommen, kann auch nie ein Verweser kommen. Deswegen ist auch der Bundestag kein gesetzlicher Gesetzgeber. Das geht nicht, weil die Bundesrepublik nun mal die Rechtsnachfolge der Weimarer Republik angetreten hat. Und diesen, ich sag mal, formalen Fehler haben sie leider zu spät erkannt. Das haben sie eben erst im Rahmen der Wiedervereinigung erkannt, als die Leute von der DDR gesagt haben, ey, wir haben keine Rechtsnachfolge vom 5.2.1934. Und bei der Wiedervereinigung haben die Russen gesagt, da machen wir nicht mit. So, und deswegen ist der Einigungsvertrag geplatzt. So, das heißt, vor ungefähr 3 Wochen hat die russische Duma festgestellt, die Einigung muss rückabgewickelt werden, weil es juristische Probleme gab und weil die Bürger, die hier gelebt haben, vor allen Dingen Mitteldeutschland, über den rechtlichen Status argwillig und böswillig getäuscht wurden. Und zwar hätte man der Volkskammer am 18.07.1990 mitteilen müssen, dass das Staatsfragment von DDR und BRD gelöscht wurde. Und das hat bedeutet, dass die nachfolgenden Handelskonstrukte, die am 18.07.1990 0 Uhr gegolten haben, kein Eigentum an Volkseigentum und auch kein Eigentum an den Gebietskörperschaften erwerben durften, weil es nur Firmen sind. Eine Firma wie der Aldi oder der ADAC kann keine Staatsangehörigkeit ausgeben. Die können kein Volkseigentum verwalten. Also die sind nicht rechtmäßig eingesetzt. So, und nur deswegen, weil wir uns nicht beschwert haben und weil vor allen Dingen Pegida genau dieses Thema immer wieder ausblendet und eine Diskussion über die Staatsangehörigkeit bisher nicht zugelassen hat, deswegen drehen wir uns seit 1,5 Jahren im Kreis. Das ist das Problem. Und solange die... Die Datenauskunft ist ja dann eigentlich gefälscht. Also da steht ja Deutsch drin und das habe ich dann auch geschrieben. Und dass die mir vom Datenschutzgesetz aus sagen müssen, wer das eingetragen hat. Und das machen sie nicht. Die melden sich seitdem nicht mehr. Naja, pass auf. Ja, wer das genau gefälscht hat. Und was, oder gibt's da, muss man da an den Datenschutzbeauftragten denn, ein Schriftstück machen, dass die mir sagen können, wer den falschen Eintrag gemacht hat. Richtig. Entschuldigung. Also du musst ja das Datenschutzgesetz mal vornehmen und da findest du dort, ich glaube, es ist der 34 bis 37 da hinten, da steht drinne, dass du ein Recht hast auf die Datenherkunft, wo diese Daten hergekommen sind, auch das Deutsch. Darüber müssen sie dir Auskunft geben. Und dann kannst du gegen den, der das dort falsch eingetragen hat. Ich habe das schon dreimal geschrieben. Also per Fax hingeschickt, aber da reagieren sie nicht drauf. Ja, dann schreibst du nochmal hin und sagst, wenn du nicht innerhalb einer Woche eine Antwort kriegst, wird sie Strafanzeigen stellen wegen Strafgesetzbuch 107a, Wahlfälschung. Sie sollen sich sofort dazu äußern und wahrheitsgemäße Angaben machen. Ansonsten wird es der Rückwirkung die Wahl angreifen. Alles klar. Ja? Also die Wahlen sind auf Grundlagen des Melderegisters gemacht worden. Und auf Weisung des Bundeswahlleiters haben die allem einfach die Sache fortgeführt, obwohl wir die Falschheit des Melderegisters bundesweit angezeigt hatten. War ich damals mit Herrn Bengert beim Bundeswahlleiter und wir haben das rechtzeitig und fristgerecht angezeigt, auch bewiesen mit einer Stichprobe. Dann haben also 100 Leute die Nachweise bringen lassen und bei nur, ich glaube, 9 Personen war es einigermaßen korrekt. Und bei anderen haben sie es gar nicht gekriegt. Also es ist eine sehr hohe Fehlerquote. Mit so einer sehr hohen Fehlerquote darf nicht gewählt werden. Und darüber hat sich der Bundeswahlleiter drüber weggesetzt. Das heißt, es muss sowieso die Europawahl und die Bundestagwahl nochmal rückabgewickelt werden. Das ist der Haushaltsplan, der brennt eigentlich schon. Also. Und ich möchte euch noch was hinweisen. Guckt mal bitte in euren Wahlkreisen. In das Übig. Bist du noch da, ja? Ja. Guckt mal bitte in das Übig eurer Gemeinde und in den Landkreis, ob noch dort derjenige drinne steht, den ihr gewählt habt. Dort, wo das nämlich nicht der Fall ist, das ist überall in den Wahlkreisen, wo keine absolute Mehrheit erreicht worden ist. Da wisst ihr nämlich, dass die Verantwortung für den Wahlkreis bzw. der Gemeinde noch nicht auf den Nachfolger übergegangen ist. Da müsst ihr euch an den wenden, der am Übig eingetragen ist. Und da wird er natürlich lange Gesichter ernten, aber so ist halt die Rechtslage. Deswegen versuchen sie ja, eine Wahlbeteiligung zu erreichen, wo mehr als die Hälfte daran teilgenommen haben. Und mit der Teilnahme legitimierst du das Wahlsystem.
So, und aber wenn in deinem Kreis das so ist, dass es überhaupt keine Mehrheit ist, musst du gucken, wen du im Prinzip mit in die Strafanzeige aufnehmen musst, nämlich den, der am UBIK drin steht. Der ist dafür verantwortlich, dass das Melderegister und die Angaben zur Staatsangehörigkeit korrekt sind. Ja. Alles klar? Gut. Also, dann danke ich dir mal schön. Ja, alles klar. Hm, tschüss. Jo, tschüss. So, Telefon ist wieder frei. Ja, Live-Sendung, Kassenfunk. Hallo, hallo Uwe, hier spricht der Westen. Ja, hallo. Oh, ich habe erstmal eine Frage an dich. Nach dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk, den du immer erwähnst, soll uns der Putin bzw. die russische Föderation in unsere Heimat entlassen? Das habe ich mal in den Dinger gelesen, da steht, dass nur Kriegsgefangene in die Heimat entlassen werden. Ja. Aber ich denke mal nicht, dass wir... Ja, aber keiner von uns ist da hingeschickt worden. Wir sind nach wie vor Kriegsgefangene, solange wir nicht im Staat angekommen sind. Anscheinend heißt es nach Definition, da müsste ich irgendwie was tun, um aktiv am Krieg... Ich bin laut Definition anscheinend kein Kriegsgefangener. Wir haben einen Waffenstillstand. Ja, weil ich bin nur Gefangener irgendwie, anscheinend. Also, Du bist da rausgelesen, weil ich habe ja nicht irgendwie aktiv mit der Waffe gekämpft oder habe mich nicht aktiv mit einer Waffe am Widerstand beteiligt. Wir sind gefangene Zivilbevölkerung, so muss man es lesen. Und die sind erstmal in die Heimat zurückzuschicken. So würde ich es lesen. Hat der Vorredner was gesprochen von wegen hier mit dem Datenschutzbeauftragten? Ja. Das Problem haben wir ja immer wieder mal und das habe ich ja dir versucht auch auf dem einfachen Weg zu lösen. Es gibt einen Datenschutzbeauftragten vom Bund. Es gibt auch einen vom Land. Ja. Man muss sich an den vom Bund wenden. Und da kann man das ganz einfach machen. Man geht auf seine Meldebehörde, legt den einen Zettel hin, dass man eine Datenvollauskunft nach § 19 von des Datenschutzgesetzes, der ist nämlich für uns, wenn man ja mit Ämtern zusammenarbeitet, ist der Kreis der. Und dann leiten die das weiter. Und dann muss man den gleich am besten... die Telefon- und Faxnummer von diesen Datenschutzbeauftragten geben. Das habe ich dir weitergeleitet, weil die meisten sind überfordert, die wissen gar nicht, wohin mit dem Ding, mit dem Antrag. Und dieser Datenschutzbeauftragte, der ist vom Bund und der bearbeitet das dann auch. Und dann bekommt man auch das sein richtiges Sach zugeschickt. Das geht am schnellsten und am einfachsten. Hm, alles klar. Ich habe auch gehört, dass die Nummer, die wir letzte Woche eingeblendet haben, auch nur ein Bürgerservice ist. Also ihr müsst euch wirklich an die Datenschutzbeauftragten wenden. Fürs Land sollte eigentlich der Landesdatenschutzbeauftragte auch reichen. Aber wie gesagt, wenn er nicht reagiert, Strafanzeige machen. Die sind verpflichtet, das Gesetz sagt es, also müssen wir es einfordern. Und wie gesagt, der öffentliche Druck fehlt. Es fehlt immer wieder die Bundesstaatenflaggen bei den Demos. Sonst bewegt sich ja nichts. Ich rede mir da schon mundfusselig über, ja, aber die Leute hören eben, denn die glauben das nicht. Aber das ist das einzige Druckmittel. Das Problem ist, wenn man auf die Behörden geht, kannst du dir selber vorstellen, wie das dort abläuft. Das Problem ist auch, was mir aufgefallen ist, gar nicht so viel mit den Leuten reden oder versuchen zu erklären oder die Leute zu bekehren. Den Antrag hinlegen und sich so bestätige, den Eingang umdrehen und gehen. Fertig, aus. Ja. Das ist das Allerbeste. Hm. Dann müssen sie was tun. Das hat man ja gehört. Die drücken sie haben die Papiere wieder in die Hand. Also das ist ja schon auf Freiheit durch 80. Geht ja mal gar nicht. Ja, meine nächste Frage. Es fehlt der öffentliche Protest. Da läuft gerade so ein Bericht über Gemeindeaktivierung. Ja. Der hat zum Glück ganz, ganz, ganz viel Widerstand gekriegt. Dass der Perso uns als staatenlos definiert. Aber ich darf ja doch eigentlich gar nicht staatenlos sein. Wenn der Personalausweis mich man kann als nicht staatenlos werden. Definiert, dann kann ich dir noch das Recht abgeben. Ja. Das Problem ist... Ich habe nur noch nicht gefunden, was das sagt. Tatsache, dass der Personalausweis uns als staatenlos definiert. Das suche ich mich auch gerade ein bisschen düppelig. Also das Problem ist, es gibt kein Gesetz, weder im Land noch im Bund, dass die Gemeinden, die ja nur Firmen sind, verpflichtet, die Staatsangehörigkeit festzustellen. Die einzige Rechtsgrundlage ist die Genfer Konvention. Ich glaube, es ist Artikel 15. Dort steht es drin, dass sie es machen müssen. Und dann gibt es nochmal 50 oder 51, müsst ihr mal lesen.
Dort steht drin, dass die Staatsangehörigkeiten, die Meldedaten korrekt sein müssen. Und darauf kannst du festnageln, weil die Genfer Konvention haben sie ratifiziert. Und Deutsch ist keine offiziell registrierte Staatsangehörigkeit. Jetzt habe ich mich auch ein bisschen in die Bücher hier, wo ich so gefunden habe, auch ein bisschen hier Reichsgesetz und sowas, ein bisschen gelesen. Momentan ist ja, existiert ja kein aktiver Staat, an dem man sich wenden kann nach 1913, der wo diese Gesetzlage auch machen kann, und weil es auch keine Beamten gibt, kann eigentlich keiner was ausstellen. Außer eine Wahlkommission, die darf das. Anscheinend reicht da das Bekenntnis, wenn ich sage, ich bin Baden-Württemberg, und ich bin ein Baden-Württemberg geworden, ich bin ein Württemberger. Nee, funktioniert nicht. Das müssen sie auch akzeptieren anscheinend. Nee, funktioniert nicht. Müssen eine Wahlkommission gründen und die eine Verweserwahl vorbereitet, die ist staatlich. Und zwar wegen der Verfügung zur Heilung des Verfassungsnotstandes. Okay. Ne? Weil der Kaiser muss ja, sagen wir mal, wenn er gestorben ist, hast ja irgendwie in 40er Jahren gestorben, muss ja ein Verweser eingesetzt werden. Ne? Der im Prinzip den Staat fortsetzt. Und da die Weimarer Republik kein Verweser sein kann, weil es ein Feindstaat ist, musst du das über Verweserwahl machen. Und zur Verweserwahl musst du die Rechtsstellung zur Wahl kriegen. Und die Wahlkommission ist, obwohl sie wie ein Verein entsteht, staatlich. Die darf alles machen. Die darf Rechtsstellung machen. Die darf bloß nichts einbürgern. Die darf nur Dinge machen, die notwendig sind, um die Wahl laufen zu lassen. Die können dir aber die Rechtsstellung nach Rustag bescheinigen. Damit gehst du wählen. Und dann ist die Sache einfach nur ein Selbstläufer. Ja, ich bin halt immer noch, dass die Wahlkommission nicht anfechtbar wird. Das ist halt meins, deswegen will ich das halt hier echt auf hundertprozentigen... Die musst du ja per Referendum gründen, das geht nicht anders. Zusammen mit dem Siegel musst du die Wahlkommission, da musst du einen Flyer machen, wo die Konterfeis der Leute abgebildet sind. Also die 11 Leute, dazu das Schiedsgericht, sind nochmal mindestens 3, besser 5. Und dann die zweite Instanz, mindestens 3, besser 5. So, die müssen also auf diesem Faltblatt alle drauf und dann musst du im Prinzip dann nur noch die kaiserliche Wahlordnung hernehmen und die auf unsere Bedürfnisse anpassen, weil wir ja einen Verfassungsnotstand vom 17.07.1990 noch hatten. Dort musst du eine Ausnahmeregelung machen, weil wir dort alle ins kaiserliche Notstandsrecht geschickt wurden, weil sie das Staatsfragment gelöscht haben. Ja, genau, deswegen wegen Notstand. Aber alles andere bleibt. Also der Wille, wenn ich mich dazu bekenne. Das nützt nicht. Hier rausgelesen, aber das kann das nützt nicht, weil... So, dann trinkt mal einen Schluck, damit man sich besser anhört. Ja, gute Idee. Alles Gute. Tschüss. Also nochmal, Selbsterklärung oder irgendwelches Zeug hilft uns leider einem nicht. Hilft uns leider nicht, weil wir sonst aus dem Vereinsrecht nicht rauskommen. Ja, also man muss dann wirklich eine Wahlkommission gründen mit der Absicht, eine Verweserwahl zu machen. Dann trittst du ins staatliche Recht ein. Und zwar aufgrund der Sache, dass der Kaiser das vorbereitet hatte, weil er wusste, was passiert, wenn Max von Baden um die Ecke kommt und ihn wegsägt. Wenn ihr Leute im Chat stören, schreibt mir das bitte rein, dann schaffe ich die raus. Kaiserrundfunk Live-Sendung, hallo? Ja, hallo, Mario hier. Hallo. Wir kennen uns aus Dittelschroda. Ja, hallo. Meine Frage ist, sollen wir die R11 die R11 nehmen oder sollen wir warten, bis die R12 fertig ist? Wir haben jetzt nur die drei Anlagen fertig. Ne, zwei sind online, die dritte ist gerade in Bearbeitung. Und nach der dritten kommt noch eine vierte Anlage. Und wenn die fertig ist, tue ich die R12 online stellen, in der Reihenfolge. Weil viele jetzt momentan mit der GEZ-Probleme haben. Das wird also die dritte und vierte Anlage. Also die dritte ist die GEZ, okay. Die vierte ist die Strafanzeige. Weil dort brennt momentan die Luft. Also die mit ihren gelben Scheinen, die machen ja immer im Internet ordentlich Werbung. Das ist für System gesteuert, die kriegen vom Verfassungsschutz Geld dafür. Was erwartet das denn? Den Perso abgegeben haben wir da irgendwas Schriftliches, was wir vielleicht auch mal vorzeigen können. Also die Leute, die einen gelben Schein favorisieren, kriegen vom Verfassungsschutz Geld, das ist ganz einfach so. Und die haben
Die können eben besser hantieren wie wir, weil wir uns nicht einig sind in dieser Frage. Aber ich habe genug Videos zu dem Thema gemacht. Das ist, sollte eigentlich jeder einsehen, dass das alles Betrug ist und wie man auch dagegen vorgehen kann. Ja, wäre halt ganz gut, wenn wir halt Leute hätten, die jetzt da schon über die ARL da ihren Perso abgegeben haben, was die für Schriftstücke bekommen, dass wir da, weil du immer sagst, die haben sie dann direkt ins Kreisbereich zurückgeschickt. Ja, haben die, genau in dem Moment, wo du es abgibst. Aber du musst trotzdem die Wahlkommission haben, die das dann ausstellt. Der musste das mal vorlegen, dass du es abgegeben hast, und den Rest musste ich nicht interessieren, weil die Bundesrepublik selber kein Amt ist. Die dürfen es auch nicht. Okay. Ja, du brauchst also nicht, mit dem Amt fetzen. Das ist wie wenn du zum Karnevalsclub gehst und das verlangst. Die werden doch sicherlich auch was ausstellen. Aber da ist vorne statt ein Weimarer Republik-Logo wahrscheinlich irgend so ein Typ drauf, der eine Zipfelmütze auf hat. Aber was anderes ist es nicht. Alles klar. Mir wäre halt einfach lieb gewesen, wenn ich irgendwas habe, wo ich sagen kann, hier, das funktioniert. Ja, der Schein der Wahlkommission, sobald die die Siegel erscheint. Da hast du irgendwelche Referenzen, damit man sowas auch sieht, weil die mit ihrem gelben Schein halt immer ganz toll Werbung machen. Ja, du musst ein Referendum machen zur Gründung der Wahlkommission, und mit diesem Siegel kannst du alles erstellen, was der Amtmann auch gemacht hat, solange es der Wahl dient. Es muss nur der Wahl dienen, also du kannst keinen Jagdschein beantragen, das wird nichts. Aber du kannst alles beantragen, was du brauchst für die Wahl. Und die Rechtsstellung nach Rustag gehört dazu. So, dann habe ich noch eine Frage zur Abstimmung. Wenn jetzt die Eltern nicht verheiratet waren, geht es ja über die Mutter? Ja, steht sie drin. Nach Rustag 1913. Nee, Moment. Hat nichts mit der Verheiraterei zu tun. Wenn die verheiratet war, geht es dann weiter über die väterliche Seite. Also vom Opa dann praktisch. Ich weiß nicht, ich glaube, die mütterliche Ableitung war nur bei unehelichen Kindern. Genau, wenn jetzt sagen wir mal, also von mir aus ist es von mir, meine Eltern waren nicht verheiratet, dann wird es über meine Mutter gehen. Ja, also meine Mutter, meine Oma, und wenn aber meine Oma verheiratet war, ich weiß nicht, meine Oma zur Uroma oder geht es über meine Mutter zum Uropa? Also ich denke mal, es hängt viel an der Vaterschaftsfeststellung. Wenn du die dann noch beibringen kannst und der Vater Rustag-Deutscher war, sollte es keine Probleme geben. Aber wenn natürlich kein Vater und kein Vaterschaftsgutachten vorliegt, kannst du nur noch der Mutter ableiten. Ist es dann so? Rustag, 1913, so warst du? Ja, warst du im 17.7. irgendwo gemeldet? Ja. Ja, dann ist alles gut. Okay. Verfassungsnotstand, okay, und dann kommt die Einbürgerung nach der Wahl. Alles klar. Na, okay, wir hatten ja 100 Jahre keinen Amtmann, also irgendwann muss er mal einen Schnitt machen. War's das jetzt oder hast du noch eine Frage? So, wo ist es denn? Ja gut, dann ist das Telefon wieder frei. Also gibt es irgendwelche Störenfriede, dann schreibt mir das mal in den Chat. Ja, das mit dem Niesbrauch ist richtig. Das Problem ist, du findest keinen Notar, der das noch machen will. Weil die alle erkannt haben, dass auch die Notare keine Ernennungsurkunden haben. Das ist ungefähr das gleiche, wie wenn du den Notar vom Spielcasino nimmst. So, ich muss mal gucken, ob ich irgendwas... Telefon müsste frei sein. Kaiserrundfunk Live-Sendung, hallo? Hallo, hier ist Detlef aus Berlin. Ja, hallo.
Ich habe zwei Sachen. Also einmal die Frage wegen Staatenlose und Staatenlose und Personalausweis. Das geht heraus aus dem aus der Richtstellung Staatenlose aus dem Jahre vom 28. September 1954. Ist der Artikel 27, dass Staatenlose mit einem Personalausweis versehen werden. Weil der Freund, der Vorletzte, gefragt hat, wo er das findet. Ja gut, aber wer will denn das feststellen, dass du staatenlos bist? Kann ja nur der Amtmann machen. Bundesrepublik kann ja immer das. Und staatenlos kannst du nicht werden, solange wie du geboren bist. In einem Bundesstaat. Ja, das ist richtig. Aber der hat gefragt, wo er das findet. Deshalb habe ich einfach mal geguckt, wo das drin steht. Und die nächste Geschichte ist, ich kann mich erinnern, in der Vergangenheit hast du darüber gesprochen, dass alles, was in Berlin passiert, wir hatten, glaube ich, heute früh schon mal ein bisschen darüber gesprochen, alles, was in Berlin passiert, weil Berlin die Hauptstadt ist, da werden andere Bezirke, werden dann alle nachgezogen. Macht es Sinn, tatsächlich in Berlin Aktivitäten zu zeigen, verstärkt Aktivitäten zu zeigen, um hier die Kuh erstmal richtig zum Laufen zu bringen? Der Wawesa in Berlin ist wieder Brandbeschleuniger. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Brandbeschleuniger? Wie meinst du das jetzt? Ja, wenn die Weimarer Republik der Wurmfortsatz am System ist und wenn dort eine Entzündung reinkommt, ist das ungefähr das Gleiche, als wenn du in Wawesa in Berlin wärst. Dann fackelt das System ab. Ist einfach so. Aber du kannst es auch in jedem anderen Bundesstaat machen, weil die müssten Amtshilfe gewähren. Nimmst du dir den kleinsten vor, das ist am einfachsten. Aha, okay. Aha. Das muss auch räumlich abgetrenntes Gebiet sein. Und ein Referendum muss dort passieren. Aha. Na gut, darüber reden wir, wenn du Ende Mai in Berlin bist. Ja. War? Ansonsten schon wirklich deine Stimme. Ich wünsche dir viel Erfolg. Na dann. Gut, wir hören von Anna. Tschüss. Na, tschüss. So, na dann. Also Amt für Menschenrechte ist ein Verein. Und ein Notar müsste dann schon staatlich sein. Das ist das Problem. Eine Wahlkommission kannst du machen, ne? Für die Wahl. Reicht doch. Du müsstest einfach darauf zurückziehen, dass der Verfassungsnotstand die erste Aufgabe ist, um die Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Und nichts anderes ist wichtig und das erzeugt automatisch die Entlastung der Notstandsleiter, die das bewirken. Und die Wahlkommission, die ihr Paravantum einsetzt, ist nichts anderes als ein Notstandsleiter. Ja, hallo? Kaiserhund.live? Ja, ich hier nochmal der Westen. Na, muss ich nochmal laut machen. Jetzt? Es geht ja gerade um den Summeli. Der behauptet, dass er jetzt den Personalausweis austragen kann und dass von allen Sachen gelöscht wird. Man bekommt dann auch diesen Identitätsausweis. Ich persönlich halt aber, glaube ich, nichts davon. Weil er sagt, gleichzeitig darf ich den Personalausweis auch behalten und bei Ämtern vorzeigen. Also nee, den Personalausweis musst du kündigen. Das war deine Meinung zu der ganzen Nee. Also, wie in der Firma, du musst kündigen und deinen Betriebsausweis abgeben. Das ist Schluss. Wenn du kündigst und den behältst, bist du zwar auch erstmal raus, aber du hast dann immer noch mit dem System zu tun. Und wenn du einfach nur auslaufen lässt, weil er nicht mehr weiter verlängert ist, bist du trotzdem noch im System, weil die Kündigung noch nicht da ist. Also die Kündigung ist das eigentlich Wichtige. Die Kündigung ist der A11. Ja, also laut den Twin Boys würde er das kündigen. Also er muss das bloß dort hinschicken und den Antrag und alles und dann übernimmt das Amt für Menschenrechte alles. Das führt alles. Amt für Menschenrechte jetzt etliche Gerichtsverhandlungen. Die können gar nichts machen. Du musst das gegenüber deiner Meldebehörde machen. Ein Amt für Menschenrechte ist ein Verein.
Ja, und er behauptet ja eigentlich eine Glaubensgemeinschaft zu sein und keinen Verein. Das gibt's nicht. Das ist wie ein beglaubigter Fußballverein. Okay. Kann ich da auch reingründen. Kein Problem, brauchst eine Woche dazu, hab's sowas. Ja, und das nochmal mit diesem Personalausweis. Wenn ich jetzt diesen Personalausweis ja von dieser sogenannten Bundesrepublik bekommen habe und die mir damit eine Staatenlosigkeit bescheinigen. Nee. Lesen wir es Rustag genau. Die machen mit uns Folgendes. Durch die Personaleigenschaft tun die so, als wären wir Regierungsbeamte. Und dort gibt es besondere Befugnisse. Aber die kriegst du nicht, weil die Frau Merkel sagt, dass du die nicht kriegst. Und genau damit entrechten sie dich und damit holen sie dich ins System rein. Das ist die miese Nummer. Ach so, ich dachte. Die kennt das Rustag schon sehr genau. Ja, das ist. Da gibt. Lesen wir am Rustag, da gibt es ja. Zurückgeben, wenn ich staatenlos bin durch diesen Personalausweis laut dem Gesetz, ich aber nach Rustag eigentlich da und so überhaupt nach Hager Landkriegsordnung nicht staatenlos sein darf, sind sie ja verpflichtet, den zurückzunehmen und abzuändern. Das wäre meine Argumentation gewesen. Deswegen frage ich so. Der Punkt ist immer deine Rechtsstellung. Wenn die Bundesrepublik deine Staatsangehörigkeit, die du nun mal hast, seit Geburt, nicht anerkennt, behandeln sie dich wie einen Staatenlosen. Das heißt aber nicht, dass du staatenlos bist. Was dir fehlt, ist einfach nur die Bescheinigung der Rechtsstellung und das kann die Wahlkommission machen. Die brauchen nur die Siegelrechte. Und das ist das, was bei der kalten Gründung immer falsch gemacht wird. Die müssen erst das Referendum machen, dann können sie irgendwas ausstellen. Und einfach nur machen, einfach nur 11 Leute zusammensuchen, die in dem Siegelgebiet loslegen. Watsch. Ja, wie gesagt, mir geht es halt hauptsächlich darum, dass sie den ohne Murren und Knurren oder dass ich mit denen so eine Keule, denen nur das Referendum. Nee, nur das Referendum bringt was, nur das Krim machen. Staatsangehörigkeit eintragen, halt in den Reisepass oder dass sie mir das bescheinigen, dass ich die habe. Du musst es machen wie auf der Krim, dann funktioniert das. Krim macht Referendum. Wo willst du hin? Willst du im Kaiserreich? Willst du zur BRD? Fertig. Mehr brauchst du denn? Alles klar. Na? Gut, danke. So, Telefon wieder frei. Ja, das stimmt, Rolf Thiele. Nur die Rechtsstellung. Die ganze R12 einfach hinterher schicken, weil die Frage kam im Chat, was man die R11 abgegeben hat, die R12 noch nicht hat, aber wenn die rauskommt, schickst du einfach hinterher. Fertig. Mit dem Referendum erhält die Wahlkommission die Siegelrechte und mit den Siegelrechten muss sie eine Wahl machen. Nach der Wahl wird die Gemeinde geschäftsfähig. Wie gesagt, die Wahlkommission hat nur Entlastungspflicht zur Wiederherstellung des Verfassungsnotstands. Nichts anderes. Die darf keine Möhren verkaufen, die darf keine Autozulassung machen, die darf nur die Zulassung zur Wahl bestätigen oder ablehnen. Und das reicht uns, mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen nur die Rechtsstellung. Wie gesagt, schreibt mir hin, dass ihr mitmachen wollt, dann sortiere ich das nach Bundesländern und dann gründen wir die Wahlkommission der Reihe nach. Einfach nur. Und bitte auch diejenigen Leute sich bei mir nochmal melden, die Stammtische machen. Bitte im Subject bei feedback@jonacast.com hinschreiben, möchte gerne Wahlkommission mitmachen oder möchte gerne Stammtisch beitreten oder leiten. Und damit ich das sammeln kann, weil ich kriege ja 500 E-Mails am Tag und habe dische Mühe, alles genau zu lesen und zu machen, das hängt mich schon ein bisschen unterstützen. Wie gesagt, wir brauchen ja erst das Büro, es muss fertig gemalert werden und eingeräumt werden, dann können ja 10 Leute sitzen, also Schreibtische und Stühle sind genug da. Können alle hier Wahlkommission machen hier am Ort, kein Problem. Na, also wie gesagt, Wahlkommission macht die Rechtsstellung zur Wahl, dann müsst ihr eine Wahl machen. Erst wenn die Wahl durch ist, kommt die Entlastung der Wahlkommission. Durch die Entlastung wird das, was die Wahlkommission gemacht hat, zum Gesetz. Und der Neugewählte, der macht dann die Einbürgerung, entlastet die Wahlkommission und fertigt deine Ausweise aus. In der Reihenfolge geht das.
Da brauchst du keinen gelben Schein oder so einen irgendwelchen Quatsch. So ist es in jedem anderen Land auch. Ja, ja, die Heizkondoms. Aber sie helfen schon. Das geht schon jetzt wieder besser wie vom Anfang der Sendung. Also der Download, der geht über kaiserrundfunk.com und dort Download. Dort CAF. Kannst du gerne machen, ja. Nächste Woche bin ich auch in Thüringen. Also schickst du DHL-Paket. Oder Einwurf einschreiben. Wie gesagt, man nimmt dann jemand raus aus dem Briefkasten, der hat einen Schlüssel. Die Wahlkommission muss im Bundesstaat leben. Die darf nicht zur Wahl antreten. Die darf keine Kandidaten stellen. Darf keine andere Funktion haben. Also Parteimitglieder sind schon mal nicht erlaubt. So, also gibt's noch Fragen? Wichtig ist, dass derjenige, der kandidiert, im Siegelgebiet wohnen muss, sonst funktioniert's nicht. Na? Also der Verweser von Grüner muss in Grüner wohnen und der Verweser von Blauen muss in Blauen wohnen und so weiter. Das ist so. Aber wo die Wahlkommission sitzt, ist eigentlich egal. Die muss zum Bundesstaat gehören. Also die muss auch unter der Gesetzgebung des Bundesstaates arbeiten. Und es kann sein, dass für die unterschiedlichen Siegelgebiete dann unterschiedliche Siegel gemacht werden müssen. Müssen sie dann entsprechend wählen. Wie gesagt, es geht heute nur bis 21 Uhr, meine Stimme ist schon wieder am Ende. Also wenn ihr noch was Wichtiges habt, müsst ihr es dann mal mit sagen oder in den Chat reinschreiben oder anrufen. Ich gucke mal, ob hier jemand dran ist. So. Das will ich sehen, dass in deiner Vollauskunft Reichsbürger steht. Kann ich mir das Lachen erhalten. Will ich haben. Kaiserrundfunk.com, jetzt kommt noch. Da kenne ich mich leider nicht aus, ob irgendeine eine sächsische Provinz gibt. Also wer da Informationen hat, mir das mal geben. Wenn das ein abgeschlossenes Gebiet ist, kann das separat aktiviert werden. Kann einen eigenen Verweser haben. Wäre sehr lustig. Es gibt auf jeden Fall was in der Schweiz.
Also die Punkte für die Verweserwahl stehen dann in der PowerPoint-Folie. Die könnt ihr dann auch downloaden, wenn sie fertig ist. Momentan hat die noch 4 Seiten. Reicht noch nicht ganz. Also wer Grundsatzfragen hat, scheint schon mal die Video angucken. Bei YouTube eingeben, Jonacast. Dann kommen ungefähr 150, 200 Videos in epischer Breite. Ich hoffe mal, dass ich nächste Woche mit der Stimme wieder kann. Und ich habe auch ordentliche Mikrofone bestellt, sodass ich das nächste Mal nicht so brüllen muss bei einer Veranstaltung. Die Frage ist, was machen wir, wenn der Feind das gleiche vorhat wie hier? Na, was denkst du denn, warum der gelbe Scheinpunkt nicht hier durch die Kante läuft und gelbe Scheine macht? Wem wird das wohl dienen? Frau Merkel möchte gerne einen neuen Staat gründen in Weimar, um die Weimarer Republik zu legalisieren. Ansonsten zollt sie nämlich den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und so viel Knete hat sie nicht. Kannst du machen, aber bitte nicht heute. Meine Stimme ist schon im Arsch. muss ich erst hochladen. Das Video auf dem Linz wird wahrscheinlich heute hochgeladen. Bin auch erst am Wochenende wieder zurückgekommen. Erstmal kommt das Video aus Grottendorf, will ich sehen, dass ich das heute machen kann. Am Donnerstag kommt ein Video Blauer Himmel. Da geht es um Harp und um Chemtrails in Chemnitz, Veranstaltung. Am Wochenende Richtung Bamberg in Bayern. Naja, wir müssen uns beeilen und dann ist das mit dem gelben Schein alles egal. Der gelbe Schein führt nur dazu, dass wir eine neue Wiedereinbürgerung machen müssen. Ja, Pech gehabt für die Guelsa. Aber eine lustige Geschichte hat es mit den gelben Scheinen. Die dürfen nämlich die 25 Euro an die gelben Scheinträger wieder auszahlen. Als Deutsche im Rechtsverkehr ist. Ja. Da müsste Frau Merkel nochmal ordentlich in die Tasche langen. Und wer, die hat die nicht. Wie gesagt, die Kasse muss glattgestellt werden. Ja, was wollen sie denn machen? Wir müssen den Staat wiederherstellen. Und das Referendum kann ja nur... Also nochmal. Die Wahlkommission nach Notstandsrecht vom Kaiser ist staatlich. Wenn du eine Wahlkommission in der Weimarer Republik gründen willst, bist du genauso im Verein. Das kannst du also lassen. Deswegen hat das keinen Effekt. Das ist ja gerade die Nullstelle, die wir suchen. Wo ist der Verfassungsnotstand passiert? Der ist am 27.10.1918 passiert und dann noch einmal am 23.03.1933, weshalb die Staatsangehörigkeit vom 5.02.1934 umgefallen ist. Und ein drittes Mal ist er passiert 1955, als die allgemeine, wie ist das gleich, Kriegsende war, also Ende der Waffengewalt, der 4. Verfassungsnotstand. Ist am 17.18.1990 passiert. Also 4 Bruchstellen haben wir. Wobei uns die erste und die letzte interessiert. Aber wie gesagt, wir hätten ja schon lange mal einen Verfassungswahl machen können. Ich möchte noch mal eine kleine Sache noch mal deutlich erklären, wie es mit den Bodenrechten ist. Weil immer wieder viel Mist rumgeschrieben wird. Also, Eigentum an Grund und Boden haben die germanischen Stämme. Das ist so, das bleibt so, das ändert sich nie. So. Die haben gesagt, ihr könnt ja siedeln, ihr könnt ja machen.
Könnt ihr Viehzucht machen, Ackerbau betreiben, aber ihr müsst die Fruchtfolgen einhalten. Und ihr dürft nur 6 Jahre das Land gebauen, im 7. müsst ihr Ruhejahr haben vom Acker. Das sind die Rahmenbedingungen. Ihr dürft keine Kriege anfangen. Und ihr dürft, müsst eben die Rahmenbedingungen einhalten, wie die Stammesversammlung damals war. Und das hat bis ins Mittelalter das funktioniert. Und dann ist der Kirche mit den Kreuzrittern gekommen und hat sich das Land geraubt. So, damit haben die aber noch kein Eigentum. Die sind nur Besitzer geworden. So, die Kirche ist durch Raub, Plünderung Besitzer geworden. Die haben das Recht an den Kaiser verteilt. So. Und nun kommt es dazu, dass viele damit einverstanden waren. Haben also Wahlen gemacht, haben verfassungsgebende Versammlungen gemacht. Und genau dieses Fortschreiben führt dazu, dass das bis zum 27.10.1918 von allen mitgetragen wurde. Dass wir das später zurückabwinkeln müssen, darüber brauchen wir noch nicht reden. Aber zunächst gilt erstmal, was am 27.10.1918 gegolten hat. Und da steht die Bundesrepublik ganz hinten dran mit ihren Forderungen. Zunächst erstmal kommen die den Verfassungsnotstand vom 27.10.1918 zahlen. Die machen die Regeln, sobald ein Verweser gewählt wird. So. Und der hat ihm dann das Sagen in dem Siegelgebiet, beziehungsweise im Bundesstaat. Das muss man verstanden haben. So, entscheidend ist aber, dass das Kataster in Berlin gepflegt worden ist, unter König von Preußen und gleichzeitig Reichsverweser vom gesamten Staatenbund, hatte seinen Sitz in Potsdam irgendwo und die Verwaltungsstelle war die Reichsversicherungsanstalt der Wilhelmstraße 1. Dort hat das Kataster gelegen. So. Und dort hatte der König von Preußen die Finger drauf. Deswegen hat er die Verwaltungsrechte für die Besitztümer und Eigentumsrechte. So, die Begriffswelt des Kaiserreichs Eigentumsrecht ist das, was im Kataster steht. Dass das nicht das Eigentum ist, was den germanischen Völkern gehört, wissen wir, weil der Kaiser sein Eigentumsrecht nur bis zu den Kreuzrittern zurückverfolgen kann. Danach verliert sich das. Aber das ist erstmal das, was gilt. So, und dann muss es neu aufgeteilt werden. Ich persönlich favorisiere eine gerechte Landaufteilung unter denen, die nachweislich Deutsche sind und die das nach Rustag bzw.